Mein Name ist Jan Kobo und ich wohne auf Schloss Seehaus. In Schloss Seehaus haben wir eine wunderbare sommerliche Konzertreihe und heute ist der Abschluss der Saison. Was gäbe es da Schöneres, als ein Feuerwerk zu veranstalten? Ein Feuerwerk mit Musik, ein zauberhafter Abend mit dem Zauberer Mosche Carlo und mit dem Concert Royal aus Köln, ein Bläserensemble, das die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel spielt. Wir haben über ein Dutzend Konzerte gehabt in dieser Sommersaison. Trotz Corona waren sie alle ziemlich gut besucht. Und nun kommt das Ganze zu einem Ende. Ein fulminanter Schlusspunkt sein wird. Ziemlich bekannt und ich habe heute die Gelegenheit ergriffen, beim Jan Kobow seinem Festwochenende bei der letzten Veranstaltung die Feuerwerksmusik von Händel mit zwei kleinen Zaubereien zu begleiten. Ich bin auch im Förderverein für dieses Projekt hier. Als Künstler bin ich sehr gern hier. Ich war auch vor ein paar Tagen da. Überall im Haus ertönt Musik, es sind Künstler da, junge Frauen säugen ihre Babys und es ist eine ganz entspannte Atmosphäre und das möchte ich unterstützen. Auch nächstes Jahr haben wir natürlich wieder vor, Konzerte zu machen und Veranstalter ist der Schloss Seehaus e.V., ein Förderverein, der den Erhalt von Schloss Seehaus unterstützt, aber eben auch die Konzerte. Und sicherlich wird es 2022 wieder etwa ein Dutzend Konzerte geben. Viel ist immer mit historischen Instrumenten zu hören. So auch heute Abend die Feuerwerksmusik mit historischen ventillosen Trompeten und Hörnern, historischen Oboen und Fagotten, sogar Kontrafagott ist mit dabei. Und nächstes Jahr wird es wieder viel Gesang, Cembalo, Hammerklavier und anderes zu hören geben. Über Facebook kann man viel über unsere Veranstaltungen herausfinden. Schloss Seehaus hat dort eine eigene Seite, aber es gibt natürlich auch die Internetseite www.schloss-seehaus.de, wo es einiges zu sehen gibt. Bald wird sie vielleicht auch noch etwas erneuert und all diese Informationen für Sie im Laufe des Winters bereit. Noch steht das neue Programm nicht, das mache ich immer erst nachdem das laufenden Jahres vollendet ist, aber so gegen Ende des Jahres wird da viel zu sehen sein. Ich freue mich auf Ihren Besuch.